Leute, ich bin's, der Max von der Mama Crew. Und wir sind hier mit einem Gameplay im Hintergrund von Heroes of the Storm. Das ist das neue MOBA von oder aus dem Hause Blizzard. Und ja, das ist halt wirklich ein neues MOBA, was ich spiele ja gerne MOBAs. Wie ihr seht, haben wir ja schon League of Legends hochgeladen. Spielen offline auch Smite. Dota nicht so viel ab und an mal, aber. Also, das kenne ich schon auch ein bisschen. Ja. Ich will euch ein bisschen heute was darüber erzählen, weil ich meinen Augen ist es ein ziemlich cooler MOBA, sagen wir mal, Anführungsstrichen, weil es doch andere Ideen hat, beziehungsweise ein bisschen aus dem Klischee MOBA sich rausdrängen will. Ja, aber dazu später noch was. Fangen wir erstmal an. Seit dem 2. Juni. Ist ja jetzt der, Re also der Release war jetzt am 2. Juni, heute ist der 6. Juni. Also seit 4 Tagen kann das jeder spielen. Ja, und ich war halt Beta-Tester, also es gab eine Open Beta, es war fast eine Open Beta, weil jeder Keys hatte, weil man immer 8 Keys oder so pro Account geschenkt bekommen hat und MMOGA hat die für 20 Cent weggehauen. Ja, und. Ich gab auch eine Close Beta, also noch davor halt, da war ich auch drin. Dank ein paar Connections. Da hat man schon gesehen, wie sich das Spiel entwickelt hat, auf jeden Fall. Also es gab am Anfang ziemlich viele Bugs. Ich habe jetzt persönlich auch noch einen Bug gefunden. Und zwar, wenn man, da gibt es so einen Replay-Modus. Wenn ihr gespielte Spiele anschauen wollt, gibt es einen Replay-Modus. Wenn ihr das anschaut, dann habt ihr verbuggte Charaktere. Also, die laufen nicht so rum, wie sie sollen, sondern sind einfach nur versteinert sozusagen und das ist total scheiße animiert auf jeden Fall. Das ist halt ein ziemlich, also halt nur ein Bug, den sie eigentlich fixen können. Das ist auch schon im nächsten Update drin, soweit ich weiß. Ja, wie gesagt, es ist gratis zu halten, also wie jedes Mobile ist eigentlich gratis zu halten. Es gibt aber auch ein Starterpaket, ich glaube für offiziell 20 € und wenn ihr im Internet schaut, MOGA, G2A, 10, 12 € sowas. Da bekommt ihr, glaube ich, 4 Champions, bin mir sicher, sogar 4 gute, relativ, also relativ gute. Dann noch ein Reittier, glaube ich, irgendwie und ein bisschen Geld oder so. Also, wenn ihr euch das Spiel holt, dann holt euch vielleicht, also wenn ihr 12 € oder so habt, dann würde ich mir schon das Ding holen, weil in meiner Sicht lohnt sich das schon. Ich hätte es auch gerne gehabt, aber es geht jetzt mit dem Account nicht mehr. Da müsste ich mir jetzt neu anfangen. Ich habe jetzt nicht so viel Lust. Bin schon Level 35, also es gibt bis 40. Das schneide ich später nochmal an. Da habe ich jetzt keine Lust, nochmal neu anzufangen, weil es wird ziemlich happig am Ende. Ja, gerade nochmal zu dem Thema, das will andere Strukturen haben oder falls ihr versuchen rauszudrängen aus dem MOBA. Aus dem normalen MOBA. Fangen wir mal an, kurz an. Ja, wir haben hier. Also, es läuft halt ähnlich ab wie in einem MOBA, würde ich sagen. Es sind halt zwei Fünfer-Teams, die sich gegenüberstehen und versuchen halt den gegnerischen Nexus in Anführungsstrichen zu zerstören. Also, die Base sozusagen, das Herz. Und dorthin ist halt ein langer Weg erstmal. Boah, als bis du da hinkommst, das dauert übel lange. Also ich finde es gefühlt ein bisschen mehr als in League of Legends oder halt woanders. So ein bisschen in die Richtung wie Dota, finde ich. Und zwar, man hat mehrere Außenbasen. Also auf jeder Lane ist das gleiche aufgebaut natürlich. Und zwar besteht immer, bevor du irgendwo hin kannst, sind Mauern aufgebaut. Also es sind zwei Mauern. Man muss sich so vorstellen. Es sind außen zwei Mauern. Dann kommen jeweils. Also an jeder Seite jeweils ein Turm und in der Mitte ist ein Tor, ja. Und das muss man alles, also nicht, man muss die Mauer, also ja, man muss eigentlich alles zerstören, um halt da durchzukommen, ist natürlich die Mauer. Und wenn man durch die erste Mauer durch ist, dann kommt da erstmal so ein Heilbrunnen, wo sich Champions heilen können. Und oben haben wir dann wieder so einen kleinen Tower und dann haben wir halt ein Fort, beziehungsweise eins von drei Fort, das man zerstören kann. Aber die Minions ist ein bisschen stärker, wenn man es zerstört hat. Dann kommt man weiter, kann man weiter pushen, wenn man es schafft. Und dann wartet wieder zwei Mauern, also eins auf jeder Seite, dann wieder eins auf jeder Seite Turm und dann wieder eine Mauer. Und hinter der Mauer wartet wieder ein Heilbrunnen, diesmal wartet eine Festung, also wie soll man sagen, es sieht fast aus wie ein Fort, aber es ist halt größer.
und wieder ein Tower auf euch. Und wenn ihr noch zur Festung noch kurz was, wenn ihr die Festung zerstört, also auf Deutsch heißt Festung, auf Englisch wahrscheinlich Castle, ich weiß nicht, ich habe es nicht auf Englisch gezockt bis jetzt. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr die Festung zerstört, bekommt ihr ein Mini dazu, ist halt nicht wie der Inhibitor in LoL zum Beispiel, da bekommt ihr ein Katapult dazu, das viel Damage drückt, aber jetzt nicht so viel Leben hat. Aber das kann er, also danach kommt halt der Nexus. Und das kann dem Nexus ziemlich viel Damage drücken, wie ihr auch seht. Im Gameplay hier oben habt ihr in der Mitte diese 200%. Links ist unser Nexus, rechts ist der generische Nexus. Und da gibt es nochmal, also das sind 100% sie leben. Und da gibt es nochmal vor dem Lebensbalken so ein blaues Ding, das ist das Schild. Also dass die Leben nicht gleich runtergehen. Das Schild hält meiner Meinung nach sogar ein bisschen, also ein bisschen länger oder ist ein bisschen zäher als das die Lebenanzahl, finde ich. Also, meine Meinung. Ich glaube, es ist auch so. Also, ich muss mal nochmal nachschauen direkt, aber ist auch so. Und, was ich gerade schon gesagt habe, mit Katapult und so, man hat halt wie in jedem MOBA sechs Minions pro Wave, glaube ich. Sechs, ja, ich bin schon ganz verwirrt. Muss ich, glaube ich, nachzählen. Na, fünf. Egal. Müsst ihr selber nachzählen. Kleine Aufgabe für euch. Auf jeden Fall, ihr habt eure Minions und jetzt könnt ihr halt ziemlich gut pushen. Ja, das ist halt ziemlich nice. Und was auch ein richtig geiles Feature ist, was ich auch im Beta sehr gefeiert habe, also im Beta-Modus, dass Storm gleich mit sieben verschiedenen Maps kommt. Da, seht ihr sie alle? Eingeblendet. Finde ich ziemlich cool. Sieben individuelle Maps, die alle im Kern anders sind. Also es ist richtig, richtig cool. Jetzt sehen wir zum Beispiel mal, es gibt eine Map, die heißt Drachengärten, die ist hier. Finde ich kurz ein. Die hat oben auf der Map und unten auf der Lane halt, also auf beiden Lanes, oben ganz oben und unten halt, einen Schrein. Und wenn man die beiden Schreine kontrolliert, dann muss man halt kurz da drin stehen bleiben. Dann hat man den. Die Gegner können ihn aber auch capturen, also man muss versuchen, die zu halten. Kann man in der Mitte zum Altar gehen und da kann man so einen riesigen Drachen beschwören, den man auch selbst steuern kann. Das ist richtig, richtig cool. Und mit dem kann man ziemlich krass pushen. Ja, und so. So ungefähr solche ähnlichen Gadgets gibt es halt auch auf den anderen Maps. Genau, ja, halt nur ein Beispiel. Es gibt, was ein großer, wirklich großer Unterschied ist, dass es nicht wie anderen MOBAs so klassische Rollen gibt wie den Jungler, der sich durch die NPC-Camps schnetzelt, um schnell Level abzukommen und ganken zu können, sondern hier gibt es nur vier Rollen, was ich ein klein, also schon ein Kritikpunkt gerade finde, weil wir ja einen 5 gegen 5 MOBAs haben. Und es wird nur vier Rollen, aber ich habe schon gehört, dass es einen fünften Rollentyp geben soll. Bald demnächst, hieß es. Also, da bin ich schon gespannt. Ich finde es auch nicht, es ist schon ein bisschen doof, finde ich, dass es nur vier gibt. Aber andererseits ist es auch nicht schlimm, weil er nimmt mir halt dazu. Ein Krieger, sage ich jetzt gleich mal. Na gut, ich erkläre es eh gleich. Kann ich auch sagen, was es ist. Einen zweiten Krieger dazu. Das ist dann ziemlich cool. Also kommen wir gleich mal zu den vier Klassen, die es gibt. Es gibt den Krieger, wo ich gerade schon gesagt habe, das ist eigentlich ein Tank wie in anderen Spielen. Der hält ziemlich viel aus, kann aber auch Damage austeilen. Also der ist nicht ohne zu beachten. Der ist ziemlich cool. Dann gibt es die Assassinen, die drücken meistens ziemlich viel Schaden, halten aber wenig aus. Also für AD Carry, LOL zum Beispiel. Genau. Das ist die Klasse eigentlich. Dann gibt es die Spezialisten, die arbeiten viel mit Beschwörungen von zum Beispiel untoten Viechern oder sowas. Wenn ihr Zagara aus StarCraft kennt, von den Zerg, die beschwört ja auch diese Larven und die ganzen Viecher. Die kann auch, wie heißen die? Boah, ich glaube, Ultralisken beschwören, ja genau, Ultralisken, Putralisken, sowas. Also, die arbeiten halt hauptsächlich mit Beschwörungen. Das ist ziemlich cool, weil du kannst mit diesen Typen ziemlich geil die gegnerische Base schnell wegpushen, weil es ziemlich schnell läuft. Der Nachteil an der Klasse ist, dass du ziemlich langsam unterwegs bist. Das ist ein bisschen behindert. Aber das ist halt ausgeglichen, würde ich sagen. Also, ich habe es jetzt nicht unfair gefunden, ehrlich gesagt. Ja, und dann gibt es noch die vierte Klasse. Der Support, wie in jedem Online-Game. Ja, Online-Game. Der hält die Gruppe zusammen am Leben, hält das Mana auf und so. Sowas in der Richtung.
ja, genau, um halt bisschen mobiler zu sein, hat Blizzard sich was ganz Cooles einfallen lassen. Und zwar, jeder Charakter hat ein Reittier auf seine eigene Art und Weise. Sagara hat jetzt kein Reittier, die hat eher Flügel, die sie benutzen kann als Reittier. Das ist ganz cool eigentlich. Also es gibt ein Reittier. Da gibt es auch individuelle Skins dafür, zum Beispiel einen fliegenden Teppich oder ein fettes Sparschwein oder ein Einhorn oder sowas. Kann sich als Skin kaufen. Das ist ziemlich cool, aber es ist halt im Kern immer ein Reittier, ja. Und das wurde eigentlich gemacht, damit du dich schneller vorbewegen kannst oder halt schneller zum Team kommen kannst, weil es gibt jetzt nicht sowas wie Teleport oder so. Das ist, ja. Also halt. Man muss sich das vorstellen, man hat es ja da gesehen, sieht es ja gut ins gute Video, man muss Y drücken, also ich habe es nicht umgelegt, Steuertaste ist Y, hat man kurz Wahlzeichen, steigt man aufs Pferd auf, und sobald man einmal Damage bekommt, sieht man ja auch, glaube ich, ein paar Mal, sobald man einmal Damage bekommt, egal von was, vom Minion, wird man sofort abgesetzt, man hat einen Cooldown, ich glaube von 4 Sekunden, bis man es wieder einsetzen kann. Das finde ich ziemlich cool geregelt, also es ist ein nice Gadget auf jeden Fall. Was ebenfalls ziemlich anders ist, dass man hier anders levelt. Und zwar, das Level-System ist halt so aufgebaut, dass, also es ist Teamgeist-lastiger aufgebaut, Gebiet, Verspreche, for the win. Es ist anders aufgebaut, und zwar, dass du im Team arbeiten musst, auf jeden Fall. Und zwar, man kann nicht wie in anderen Dingern, ich sage es mal wieder, League of Legends. Das sage ich ziemlich oft, weil ich spiele es, wir spielen es auch ziemlich viel. Da kannst du dich ja nicht tot farmen und der wirst du ist ziemlich stark und so. Das geht hier nicht. Du kannst zwar auch alles wegfarmen, es bringt aber dir nur in dem Team was. Also du levelst, es gibt oben, seht ihr ja diesen Balken da, also über der Nexus HP lässt dir den Balken da und wenn der, also alles, was du abstauben kannst oder klatschen kannst, gibt EP. Und umso mehr hier als erledigt, als Champions, Gebäude, Minions, sowas, da füllt sich der Balken halt. Und umso schneller ihr seid, umso schneller bekommt ihr eure Upgrades. Denn auf dem Level 1, 4, 7, 10, 13, 16 und 20 könnt ihr jeweils einen Upgrade-Punkt machen. Und das ist schon das nächste Thema. Und zwar, ihr habt von Anfang an wie ein Smite den Q-Skill, den W-Skill und den E-Skill. Der R ist ja der ultimative immer, meistens. Den könnt ihr ab Level 10 skillen. Und zwar ist es so, dass ihr diese 1, 4, 7 und so weiter, also die 7, nee, 8 Upgrade-Punkte. Stopp, 7. Was laber ich denn schon? Jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Die 7 Upgrade-Punkte, die ihr habt, das sind Eigenschaften, nennen sie die im Spiel. Damit könnt ihr zum Beispiel einmal skillen, heilen über Zeit für 2 Sekunden, schnell heilen oder so. Oder man kann auch zum Beispiel seine Skills upgraden. Zum Beispiel sagen wir es mal, wir haben einen Schuss. Ja, sagen wir mal, wir haben jetzt irgendwie einen Schuss, der, wenn man auf den Gegner einsetzt, irgendwie 20 Damage drückt. Ja, da kann man zum Beispiel ein Upgrade machen, macht 20 Damage plus 10 oder so. Also, sowas kann man halt skillen. Und an Level 10 kann man eine von beiden Ultis skillen. Das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Also, so jeder Champion hat 2 verschiedene Ultis. Also, somit kann man sich auch einen Spielstil entwickeln. Oder halt, was halt gerade im Moment ein bisschen hilfreicher ist, kann man dort verwenden. Das finde ich auch nicht schlecht. Also, ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ja. Items gibt es keine im Spiel. Da kann man auf jeden Fall gar keine kaufen. Finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich, auf einer Seite finde ich es gut, weil es wiederum ziemlich einsteigerfreundlich. Das ganze Game ist eigentlich einfach zu lernen, aber schwer zu meistern, so kann man das sagen. Einfach zu lernen, aber schwer zu meistern, würde ich sagen. Also keine Items, ich habe es nicht vermisst, ehrlich gesagt, ich vermisse es bis heute nicht. Da muss ich nicht an so viele Sachen denken. Ich finde es cool, ehrlich gesagt, weil mit diesen Eigenschaften kannst du dir schon ziemlich was aufbauen. Das ist halt schon ziemlich viel genug, finde ich. So. Jetzt kommen wir noch zum Champion-System und zum Kaufsystem, beziehungsweise zum Shop-System. Und zwar im Moment gibt es, lass mich nicht lügen, 36 Champions. Da kam diese Woche ein neuer raus. Und da kommen auch regelmäßig neue. Also ich dürfte schon einmal pro Monat, würde ich sagen, kommt ein neuer raus. Es gibt wie in jedem Online-Spiel
Außer im Dota, in Dota ist, finde ich, es cool, da hat man jeden Champ von Anfang an. Da hat man so viel Auswahl, das ist so nice. Aber hier gibt es wie in LoL oder auch in Smite mittlerweile, glaube ich, also jede Woche 7 Free Champs. Hier sind 7, ja. Entschuldigung. Sorry, Jungs. Hat man halt 7 Free Champs, die man ausprobieren kann und da kann man ein bisschen mal alle kennenlernen. Das finde ich ziemlich cool. Das hat mir am Anfang auch geholfen, wen ich gerne mag und so. Wenn man halt ein Champion will, kann man auch für Coins, also für Spielgeld erwerben oder für Echtgeld. Zum Echtgeld komme ich später. Zum Spielgeld erst einmal. Man kann das wirklich sagen, man bekommt am Anfang die Coins in den Arsch geschoben. So kann man das wirklich sagen. Denn ich glaube, bis Level 12 oder so bekommt man ab pro 2 Level 2000 Gold und so. Aber danach wird das Leben wirklich hart, meine Freunde. Also deswegen gleich mal ein Tipp von mir. Spart eure ersten Coins, die ihr bekommt, und kauft euch wirklich einen Champion, den ihr richtig mögt. Und kauft euch keinen, weil er irgendwie billig ist oder so. Das ist ein guter Tipp von mir, weil ihr bekommt pro Sieg 20 Gold. Und wenn wir jetzt mal den billigsten Champion nehmen, das ist der Rainer, den kann man im Tutorial spielen. Den werdet ihr auch kennenlernen, wenn ihr spielt. Der kostet 2000 Gold. Es scheint nicht viel zu sein, wenn man 2000 am Anfang bekommt, aber wenn man wirklich nur 20 Gold pro Game bekommt, das ist schon ziemlich happig. Es gibt zwar, Blizzard hat versucht, wirklich da was, also in Anführungsstrichen Ideen, sich da halt was dagegen zu wirken, indem man halt Daily Quests wie in Hearthstone bekommt. Zum Beispiel absolviere zwei Spiele mit einem Typ Krieger. Dafür kassiert man dann 300 Gold. Das ist ganz okay, aber halt man hat nur einen pro Tag. Da muss man halt wiederum ein bisschen viel spielen, weil die Champions gehen ja, also die billigsten kosten 2000, ja. Die gehen ja rauf bis 5000 teilweise für den neuesten und es ist ja ziemlich hart dann. Also wenn ihr Geld hat. Und ich finde, für echt gekauft ist im Moment oder bis jetzt keine Option in dem Spiel. Weil Blizzard also in meinen Augen einen da ziemlich zur Kasse bittet. Also 10 Euro pro Champion finde ich schon ziemlich hart. Es sind Leute, ja, das ist ja, ich glaube, das sind 210 Euro, 7 bis 7 Euro. Da geht es gerade noch, finde ich, das ist hart an der Grenze. Aber für ersten, das ist ein Smite, konntet ihr damals, ich weiß nicht, ob es immer noch geht, für 25 Euro bekommt ihr alle Champions, die es gibt und alle, die auch später noch rauskommen werden. Das war ein cooler Deal. Plus 15.000 Punkte zum Ausgeben. Das war richtig cool. Ja, gehen wir zurück mal hier. Also 10 Euro pro Champion. Finde ich ziemlich hart, weil es gibt zwar billigere Champions, die kosten dann 2 Euro weniger oder so. Aber meistens sind es die 10.000er Champion, die richtig cool sind und die kosten dann 10 Euro. Das ist ziemlich hart. Und es gibt natürlich auch Skins für die jeweiligen Champion. Die Skins sind auch, ja, im Moment gibt es noch nicht so viele coole. Es gibt, ja, also in meinen Achten gibt es im Moment nur zwei, drei, die mich wirklich interessieren. Aber die Skins kosten halt auch wieder. Ich werde mir schon welche kaufen, das ist schon klar. YouTube Money, nein, Spaß. Also ich werde mir schon welche kaufen, bestimmt. Aber die kosten dann auch gleich mal 10 Euro oder auch mal 15 für ein Legendary. Und ist halt auch schon ziemlich viel. Also die Bildner schon zur Kasse. Es gibt auch reizende Skins, wie ich schon vorgesagt habe, fliegenden Teppich. Oder auch ein Einhorn. Und das Einhorn kostet 20 Euro. Also davon wirklich abraten. Weil für Reittiere, das man eh nicht so oft sieht oder nicht oft gebraucht. Man braucht schon, aber man sieht halt nur kurz. Nicht so wie ein Skin, den man die ganze Zeit sieht. 20 Euro auszugeben, das ist schon echt. Da muss das Geld locker sitzen bei euch, meine Freunde. So, ja, das war es eigentlich schon mit dem Geldsystem. Es ist halt ziemlich teuer, finde ich. Ich glaube, die ändern, ja, ich weiß nicht. Ich denke schon, dass sie noch was ändern werden. Vielleicht die Preise ein bisschen runtersenken oder dass sie so Rabattaktionen mal machen und sowas. Also, es wird noch kommen, auf jeden Fall, glaube ich. Wir haben ja jetzt noch Zeit, also es kam ja jetzt alles raus aus der Beta. Was noch ein zweiter Tipp ist von mir am Ende: Spielt mit Freunden. Spielt wirklich mit Freunden, weil alleine hat man nicht so viele Chancen, denn man hat. Also es gibt einen Europe-Server, da können alle drauf spielen, auch Russen, in Anführungsstrichen. Ich habe nichts, ich bin nicht ausländerfeindlich oder irgend sowas. Das Problem an denen, finde ich, ist, dass man.
mit denen nur Kyrillisch schreiben kann meistens. Und das finde ich richtig scheiße, weil man versteht Kyrillisch meistens nicht, weil man nicht Russisch gelernt hat. Und das ist halt ein bisschen doof. Aber sonst ist es eigentlich ganz okay. Also bisher hatte ich jetzt nicht so viele negative Erfahrungen. Und was auch gibt, es gibt keinen gegnerischen Chat. Das finde ich auch wieder eine gute Sache, weil bei gegnerischen Chats kommen immer eh nur Beleidigungen raus. Und sowas braucht man nicht. Ja, abschließend. Wie gesagt, spielt mit Freunden, das ist mal in der Gruppe halt. Ihr bekommt auch, wenn ihr mit einem Freund spielt, einen 50% EP-Bonus oder Erfahrungsbonus. Den braucht ihr auch, weil, wie ich vorhin schon angesprochen kurz, geht ihr von Level 1 bis Level 40 und es dauert irgendwann so abartig lange. Also, es ist wirklich nicht mehr lustig. Aber es macht Spaß, das Game. Also, glaubt mir, das ist schon richtig cool. Und ich finde, mit diesen Punkten hat das Spiel auch Konkurrenz. Also es ist konkurrenzfähig, finde ich. Weil es doch einige Klischees über Bord geworfen hat und andere hat, die andere Spiele nicht haben, ja. Ja, ich hoffe halt, ich konnte jetzt ein bisschen Spiele mit meinem Geplappeln näher bringen. Und ihr downloadet es euch mal. Gerne könnt ihr auch mal Battle-Name, Alter. Was ist denn heute los, Mann? Battle.net-Name schreibe ich euch unten rein. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch adden. Da können wir auch gerne mal Games zusammen spielen. Also ist gar kein Problem. Das Gameplay ist mittlerweile schon zu Ende. Tut mir leid, Leute. Also ich habe ein bisschen mich überschätzt mit Reden. Aber es war auch hoffentlich informativ für euch. Na gut, wir sehen uns dann hoffentlich in coolen, so mit mir und Wombat Duel Commentaries von dem Spiel Heroes. Und demnächst kommen wieder Videos, glaubt mir. Ich bin raus. Servus, haut rein. Ciao.